Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir befinden uns hier gerade in meinem Ankleidezimmer. Die Betonung liegt jetzt nicht auf mein Ankleidezimmer, sondern auf Ankleidezimmer. Wir teilen uns nämlich ja an diesen Kleiderschrank sozusagen. Also hier gehört ein Teil mein Mann, ein Teil gehört mir oder zwei Teile und ein Teil gehört unserem Sohn. Unsere Tochter hat einen eigenen Kleiderschrank in ihrem Zimmer. Und ja, heute geht es hauptsächlich um meinen Schrank. Ich würde gerne ein paar Sachen aussortieren. Ich würde auch gerne meinen Kleiderschrank mal auswischen. Das muss nämlich auch manchmal getan werden. Außerdem würde ich auch gerne ja, etwas neu organisieren. Außerdem steht für uns in ein paar Wochen Urlaub an, also bei uns Urlaub an. Und ich dachte mir, warum nicht jetzt? Eigentlich mache ich sowas schon viel früher. Aber ihr werdet auch gleich beim Aussortieren feststellen, dass ich gar nicht mehr so speziell ja, nach Saisons trenne. Das habe ich nämlich früher gemacht. Ich hatte immer so die Sommer-, also Frühjahr-Sommer-Sachen gehabt und dann hatte ich die Herbst-Winter-Sachen. Inzwischen muss ich ehrlich sagen, finde ich es nicht mehr als notwendig, meinen Kleiderschrank so zu trennen. Früher habe ich alles eingelagert. Jetzt habe ich erstens genug Platz, um alles hier drinnen zu lassen. Und zweitens finde ich, wie es auch heute so ist, das Wetter ist einfach zu wechselhaft hier bei uns in Deutschland. Deswegen, es kann sein, dass ich im Hochsommer immer noch abends irgendwie Strickpulli brauche oder lange Hose. Und deswegen, wie gesagt, sortiere ich das alles hier ein. Ich zeige euch aber, wie ich es trotzdem innerhalb von diesen Schränken versuche, so nach Saison zu sortieren. Und ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ja, ich zeige euch erstmal, wie es hier drin aussieht. Also zu meinem Kleiderschrank gehören zwei Packschränke. Das ist einmal der 1 Meter Schrank, einmal der 75 cm Schrank und eine ja, Malmkommode hier. Das ist meins. Und außerdem habe ich hier auch noch einen Schuhschrank. Das sortieren wir auch ebenfalls mit aus. Und ja, dann zeige ich euch erstmal, wie es bei mir hier in dem großen Schrank aussieht. Ja, starten wir hier oben. Das werde ich auch gar nicht anrühren. Da sind unsere Hochzeitssachen drin, also mein Brautkleid, Anzug von Marius und ich glaube auch noch mein Standesamtkleid ist da drin. Wie gesagt, die Kiste werde ich erst gar nicht rausholen, aber dann seht ihr hier, es ist alles sehr voll. Also wirklich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich zu viele Klamotten habe, aber ich habe jetzt auch nicht wenig Klamotten. Außerdem sehe ich gerade, hier hängt auch noch was für Henry. Also da passt er noch nicht rein. Das hatte ich mal im Sale bei H&M gekauft. Das ist so ein Matschanzug. Das könnte ich theoretisch auch aus meinem Kleiderschrank mal rausholen. Ja, wie gesagt, hier hängen einfach zu viele Sachen. Da werde ich auf jeden Fall, glaube ich, meinen Fokus drauf legen. Dann haben wir hier unten, das muss ich ehrlich sagen, war ich schon zu faul, um das einzusortieren. Eigentlich liegt das hier in der Schublade, weil ich wusste, in den nächsten Tagen werde ich meinen Kleiderschrank ausmisten. Deswegen, wie gesagt, liegt das noch da. Wenn ich etwas aus dem Kleiderschrank raushole von dem Bügel, lege ich meistens die Bügel dahin. Deswegen liegt da auch ein Bügel. Ja, ich möchte eigentlich sowas hier vermeiden. Dazu kommen wir danach. Ja, hier habe ich meine ganzen Gürtel hängen, das kann man ja rausziehen im besten Fall, wenn das nicht alles so voll ist. Ich glaube, da sind auch noch zwei, drei Gürtel von Maris versteckt. Genau, hier sind noch auch von ihm die Bügel, die Gürtel, aber so schaut das aus. Ich muss ehrlich sagen, ich trage gar nicht so viel Gürtel früher oft, weil ich früher auch wirklich Outfits kombiniert habe. Jetzt werdet ihr es auch gleich noch sehen. Ich bin eher jetzt die gemütliche, beziehungsweise es muss einfach alltagstauglich sein. Deswegen, ja, Gürtel kommt selten bei mir zum Einsatz, aber ich muss trotzdem sagen, ich finde diese Schiene so praktisch. Ja, wie gesagt, hier müsste man auf jeden Fall ja, einen Überblick bekommen. Dann habe ich hier eine Schublade, die jetzt mit den Monaten etwas voll geworden ist. Nicht, dass ich mir zu viel gekauft habe, aber ich veranstalte ja immer wieder Flohmärkte und bei den Flohmärkten ist mir aufgefallen, dass einige Sachen mir wieder passen, die ich verkaufen wollte. Und dann habe ich sie einfach wieder ins Kleiderschrank mit reingenommen. Deswegen, hier muss es auf jeden Fall komplett neu sortiert werden. Natürlich habe ich auch ein paar Sachen neu gekauft, aber einige Sachen habe ich auch bestimmt schon seit 10 Jahren, wenn nicht noch länger. Also wenn ich etwas trage, dann trage ich schon meine Sachen wirklich lange, würde ich mal behaupten. Ja, genau, also die Schublade muss auf jeden Fall komplett neu sortiert werden. Ja, dann kommen wir hier zu den Hosen. Da muss ich auch sagen, hier hängen auch Hosen von meinem Mann mit drin. Ich überlege, das Ganze hier vielleicht ganz anders zu sortieren. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt schon öfters überlegt, diese Hosenschiene rauszunehmen, beziehungsweise vielleicht
irgendwie was anders zu machen, weil es sind gar nicht so viele Hosen, also so Jogginghosen, die kann man auch normal falten und dann habe ich gar nicht mehr viele Jeans. Ja, deswegen überlege ich hier vielleicht was ganz anderes zu machen und die Hosen von meinem Mann eventuell in seinen Schrank reinzulegen. Das werde ich gleich sehen. Und ja, wie gesagt, es sammelt sich auch immer so viel Staub an, wie ihr sehen könnt. Auch hier sind vor allem Hundehaare, obwohl unser Hund nicht mal hier hochkommen darf, aber man schleppt trotzdem immer alles mit, ja, hier hoch. Genau, das ist so der erste Schrank und dann zeige ich euch jetzt auch noch mal den zweiten. Ja, hier in dem Kleiderschrank befinden sich hier unten meine Strickpullover. Dann habe ich hier meine Sportkleidung. Da muss ich ehrlich sagen, da greife ich schon recht oft zu, aber da muss auf jeden Fall einiges sortiert werden. Dann habe ich hier meine Bikinis. Hier sind unsere Strandhandtücher, Poolhandtücher. Die musste ich eigentlich auch mal raustun. Die müssten wir noch mal durchwaschen. Ich denke mal, in den nächsten Wochen, bevor wir in Urlaub fahren, werden wir nicht mehr an den Pool gehen. Wir waren jetzt in den letzten Tagen, aber ja, wie gesagt, die müsste ich mal raustun. Und dann habe ich hier meine ganzen Kleider und Jumpsuits und Röcke. Die habe ich alle hier drin. Es ist auch total eng. Ja, dann habe ich hier auch noch den Steamer drinne, Bügeleisen, also ja, was habe ich denn hier noch? Eine Skihose da hinten versteckt, dann hier so eine Leggings, die ich wahrscheinlich aussortieren werde. Also die finden die meisten echt cool. Ich fand sie auch cool, die hatte ich aber bei Temu bestellt gehabt und die hat so schnell angefangen hier so zu fusseln. Das Einzige, für was ich sie vielleicht noch benutzen würde, ist vielleicht im Winter unter Sachen anziehen, wenn wir in den Schnee gehen. Ja, aber wie gesagt, ich würde behaupten, dass es schon recht ordentlich ist. Man könnte es vielleicht noch mal ordentlicher zusammenlegen. Aber es ist schon ganz gut sortiert hier. Genauso wie hier. Wie gesagt, das sind alles meine Stricksachen. Wie gesagt, das könnte man hier jetzt noch ein bisschen ordentlicher machen. Hier sind jetzt auch noch unsere Bademäntel drin, die wir jetzt aktuell nicht benutzen, beziehungsweise nicht tragen. Deswegen liegen die hier drin. Die stören mich aber, wie gesagt, auch nicht, weil ich jetzt an die Schubladen eh nicht gehe. Ja, und wie schon gesagt, hier sind meine ganzen Sportsachen. Ja, da müsste ich nochmal vielleicht durchgucken, mal neu sortieren, weil ich finde, wenn man etwas neu sortiert, hat man wieder Lust und Inspiration, die Sachen wieder zu tragen. Genau. Und wie gesagt, da es ja auch für uns in den Urlaub geht, kann ich mir schon so ein paar Gedanken machen, wie ich etwas anziehen kann, ob ich die Sache mitnehmen möchte oder nicht. Genau, so sieht das jetzt hier drin aus. Wie schon gesagt, habe ich hier auch noch diese Malmkommode. Hier ist übrigens auch noch Wäsche, die wegsortiert werden muss. Ich habe es mir extra aufgehoben, weil ich mir gedacht habe, muss ich ja eh gleich alles ausräumen. Ja, wie gesagt, hier habe ich jetzt so meine Unterwäsche drinne. Hier habe ich meine ganzen Socken drinne und Strumpfhosen. Dann haben wir hier unsere Pyjamas. Da muss ich auch ordentlich mal aussortieren. Viele Pyjamas, naja, was heißt, passen mir nicht mehr, die trage ich nicht mehr oder die sind einfach schon so ausgewaschen. Die können dann weg. Genau, Mara, seine Pyjama überlege ich eventuell in seinen Kleiderschrank reinzumachen. Bei ihm müsste man die Tage auch mal aussortieren. Und hier unten habe ich so meine Tops, meine Bodies, noch mehr Tops. Da hinten sind auch noch so Strumpfhosen. Also ihr könnt sehen, ich verfolge auf jeden Fall die KonMari-Methode. Also ich falte sehr viel und mache die in so Organizer rein. Das funktioniert natürlich nicht überall. Ich habe auch noch irgendwo, glaube ich, ein paar Organizer rumliegen. Ich müsste mal schauen. Ja, auf jeden Fall hier, das Ganze muss ich auch mal angehen. Dann kommen wir zu meinem Schuhschrank. Bitte euch nicht irritieren lassen hier von dem Kabel. Und ich habe auch den Schuhschrank ein bisschen nach vorne geschoben, weil ich hier mein Licht eben einstecken musste. Genau, hier sind eigentlich Schuhe, die ich aktuell gar nicht trage. Also Winterschuhe. Ich hatte nämlich letztens unser Keller, beziehungsweise wir haben unsere Schuhe alle in der Waschküche. Und da hatte ich aussortiert. Da hatte ich nämlich hier die Boots noch und diese Winterschuhe stehen. Und dann habe ich sie grob sauber gemacht und jetzt hier oben hingestellt. Aber die Sommerschuhe habe ich gar nicht aussortiert, weil da müsste ich ein paar mit runternehmen. Zum Beispiel, ja, die Haley hat die Schleife aufgemacht. Die müsste ich mal binden. Aber zum Beispiel die zwei könnten runter, weil die trage ich im Sommer. Die könnte man vielleicht auch mal sauber machen. Genauso wie da sehe ich gerade, da sind noch ein paar Flipflops und andere Schläppchen. Wie gesagt, die könnte man ja mit runternehmen und hier ebenfalls mal komplett auswischen, saugen, neu organisieren, gucken, was man noch braucht, was nicht. Aber ich muss sagen, ich hatte früher so viele hohe Schuhe, aber ja, ich trage sie kaum.
Dennoch habe ich gerne die paar, die ich noch habe, gerne hier. Ich werde sie auch nicht wegschmeißen. Es sind erstens so Erinnerungsstücke und zweitens sollte irgendein Event anstehen, dann ja, habe ich auf jeden Fall mal so beige Schuhe oder irgendwelche schwarzen. Die kann man halt, wie gesagt, immer gebrauchen. Das sind meine Betsy Johnson Schuhe, das sind Designerschuhe. Außerdem hatte ich sie auch in meinem Junggesellenabschied. Also wie gesagt, mit denen verbinde ich auch etwas. Und deswegen bleiben diese Schuhe hier. Aber wie gesagt, ich hatte mal so eine große Auswahl an Schuhe, die jetzt wirklich sehr ja, reduziert wurde. Genauso wie bei Handtaschen. Hier sind wirklich meine teuersten Taschen, die ich habe. Und ja, die bleiben auch hier. Die könnte ich, wie gesagt, mal abstauben. Und außerdem habe ich auch gar keine, wie sagt man, gar keine Möglichkeit mehr groß mit Taschen wegzugehen. Ich trage sehr gerne Bauchtaschen. Hier ist ja auch eine Bauchtasche, die kann man zu einer Bauchtasche machen, weil ich einfach oft die Hände frei haben möchte. Ich mag das auch nicht gerne, irgendwie großes was umhängen zu haben, weil ich viel mit den Kindern unterwegs bin, aber auch mit dem Fahrrad. Deswegen, ja, das sind wirklich nur Taschen, die ich zu besonderen Anlässen trage. Wie gesagt, hier müssen wir ein bisschen aussortieren. Hier sind auch noch Kulturbeutel, die brauchen wir dann für den Urlaub und so weiter und so fort. Ja, jetzt habt ihr mal so einen groben Einblick bekommen in meinen Kleiderschrank bzw. in unser Ankleidezimmer. Ihr könnt hier im Hintergrund sehen, habe ich mir schon so eine IKEA-Kleiderstange hingestellt. Und zwar werde ich mit dem Schritt 1 anfangen. Und das finde ich ist immer das Wichtigste. Und zwar alles erstmal rausräumen. Das kann ja jeder mal für sich entscheiden, ob man das irgendwie alles aufs Bett wirft, auf den Boden wirft, wie auch immer. Ich finde immer, wenn man so viele Sachen mit Kleiderbügel hat, ist es immer ja so eine unnötige Arbeit, wenn man alles aufs Bett wirft, weil dann oft die Kleiderbügel abgehen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir einfach diese Kleiderstange jetzt her, hänge da einfach alles auf und dann kann ich auch noch besser rumstöbern und gucken, was ich vielleicht wieder abbügel, was ich vielleicht wieder neu aufbügel. Ich habe auch in dem Zimmer bei meinem Sohn noch eine Tüte mit Kleiderbügel. Ich habe ganz viele Kleiderbügel im Keller und das hatte ich auch schon die ganze Zeit im Kopf. Ich muss ein paar Sachen neu umbügeln. Ich brauche noch ein paar Kleiderbügel. Ja, genau. Ich werde, wie gesagt, jetzt alles aus den Schränken erstmal rausholen. Und ja, das machen wir. Ich habe jetzt auf jeden Fall den großen Schrank hier ausgeräumt. Ich lasse jetzt die Gürtel hier drin hängen. Ich muss jetzt nur gleich anheben, wenn ich hier mal alles auswische. Hier ist wirklich einiges an Staub, was zusammenkommt, obwohl ich das immer wieder, wenn ich zum Beispiel hier den Raum sauge, auch mal unten durchsauge. Aber ihr könnt sehen, es sammelt sich trotzdem ordentlich was an. Und ja, eigentlich wollte ich jetzt auch gerne hier den Schrank auch komplett ausräumen, aber ich muss sagen, ich glaube, ich werde dann den Überblick verlieren. Deswegen, ja, ihr könnt sehen, das ist alles, was ich jetzt gerade rausgeräumt habe. Ich mache jetzt erstmal den Schrank hier sauber und dann widme ich mich dem Schrank hier, weil ich glaube, so ist man, wie sagt man, viel motivierter. Man ist nicht so zu bombardiert, weil ich finde, wenn man sieht, oh mein Gott, es ist so viel zu tun, verliert man sehr schnell Lust an der ganzen Sache. Deswegen, ich widme mich erstmal hier dem Schrank und wie gesagt, jetzt wische ich den erstmal aus.
ich habe jetzt den Schrank ausgewischt. Ich frage mich, warum das hier so entsteht. Ob das wegen dem, weil das immer gegenknallt oder so. Man kriegt das auf jeden Fall kaum entfernt. Vielleicht, wenn ich jetzt wie eine Verrückte geschrubbt hätte oder so. Aber ja, ich habe es jetzt, wie gesagt, jetzt auf jeden Fall schon mal alles ausgewischt. Und jetzt werde ich mir auf jeden Fall überlegen, wie es am sinnvollsten ist, meine Sachen zu sortieren. Und was ich hier jetzt mache. Behalte ich die Hosen da oder mache etwas anderes? Genau, und dann werde ich wieder alles einsortieren. Ich möchte trotzdem gerne hier alles so beibehalten, wie ich es hatte. Also, dass ich hier meine Blusen hatte, meine Blazer und auch ein paar Tops aufgebügelt. Das würde ich schon gerne behalten. Also, ich möchte schon das Ganze getrennt haben mit den Kleidern, weil ich einfach hier drüben viel mehr Platz habe, um die Kleider aufzuhängen, weil die Aufteilung hier ganz gut ist. Genau, und das überlege ich mir jetzt alles, wie es am sinnvollsten ist. Und dann werde ich das Ganze auch wieder einräumen. Ja, meine Idee war es, hier einfach Kleiderbügel hinzuhängen und dann zum Beispiel T-Shirts oder so unten aufzuhängen. Aber das passt mit der Höhe nicht und ich könnte natürlich alles nochmal höher bauen, aber das möchte ich gar nicht, weil alles andere hat ja hier immer super hingepasst. Deswegen denke ich, dass ich trotzdem die Hosen unten lassen würde. Ich habe auch eben schon beim Ausräumen gesehen, dass ich zum Beispiel hier solche Polunder habe, so Strickpolunder, die hier nicht hängen müssten und auch nicht sollten. Da gebe ich euch auch einen Tipp, Stricksachen niemals auf Bügel lassen. Die erstens hängen sie sich aus und zweitens bilden sie hier so eine Delle. Das kann auch bei anderen Sachen passieren, wie hier bei solchen, manchmal bei solchen Jersey-Sachen. Deswegen ja, werde ich die auf jeden Fall abbügeln. Und dann habe ich auch gesehen, dass ich hier auch noch ein paar Stoffhosen hängen habe. Da überlege ich die vielleicht mit hier unten hinzumachen. Weil, wie gesagt, ich ja hier Platz habe, so viele Hosen besitze ich auch nicht. Und deswegen, ja, wie gesagt, werde ich die Sachen auf jeden Fall abbügeln, das ebenfalls abbügeln. Und alles andere passt eigentlich dahin. Und was ich mir auch noch gedacht habe, ich habe eigentlich kaum Klamotten, die man bügeln muss. Ich bügele auch wirklich sehr selten, außer vielleicht, wenn ich mal irgendein Kleid habe und zu irgendeiner Veranstaltung oder so gehe, dann bügele ich das mal. Aber bei den Blusen ist es mir eben auch schon aufgefallen, ich habe einige Blusen, die ich vielleicht sogar viel öfters tragen würde im Alltag, wenn ich wüsste, die sind schon gebügelt. Und ja, das werde ich zum Schluss wahrscheinlich auch noch machen, dass ich ein paar Sachen steame und dann gesteamt in den Kleiderschrank hänge. Aber das geht dann auch nur, wenn man viel mehr Luft dazwischen hat, weil es bringt nichts, die Sachen zu steamen und die dann wieder so reinzuquetschen. Dann werden die wieder zerknittert. Deswegen, ja, werde ich das erst zum Schluss machen. Und da es mit den Hosen als erstes am schnellsten geht, fange ich jetzt auch mit den Hosen an. Wie gesagt, ich habe hier nicht so viel. Ich habe hier einige Jogginghosen. Die werde ich, wie gesagt, auch mit hier hinhängen. Aber erstmal fange ich mit meinen Jeans an. Da versuche ich auch nach den Schnitten, zum Beispiel Skinny Jeans, versuche ich jetzt nebeneinander zu hängen. Und auch immer alle in die gleiche Richtung. Dann ist das auch schön ordentlich. Ich könnte theoretisch von meinen Skinny Jeans sogar drei Jeans. Ich muss euch mal ein bisschen runterdrücken. So, jetzt seht ihr mein Gesicht zwar nicht, aber ihr seht wenigstens hier die Hosen. Ja, wie gesagt, eigentlich könnte ich von den Skinny Jeans auch drei nebeneinander machen. Das ja, könnte ich, müsste ich aber nicht. Ich gucke mal, wie das jetzt gleich vom Platz her ist. Kann sein, dass ich sie nochmal zusammenschieben werde. Und was natürlich auch optisch nochmal schöner ist, ist, wenn man sie nach Farben sortiert. Also zum Beispiel von dunkel zu hell oder von hell nach dunkel geht. Wie gesagt, Skinny Jeans könnte ich jetzt drei nebeneinander machen. Außerdem habe ich auch noch zum Beispiel die Hose hier. Ich liebe diese Hose. Die ist, ja, das ist so eine Mischung aus Jogginghose und Jeans, also so eine Jogdenim. Das Problem ist, dass sie mir etwas zu lang ist. Und eigentlich dürfte ich sie gar nicht jetzt in den Schrank einräumen. Ich müsste sie erstmal mir kürzen. Und deswegen werde ich die Hose auch mal beiseite legen. Und werde mir vielleicht einen Haufen machen oder hinlegen mit Sachen, die ich entweder noch umnähen muss oder irgendwas abnehmen muss. Deswegen, ja, wandert sie erstmal hier an. Ja, und dann, wie gesagt, werde ich alle anderen Jeans hier jetzt einsortieren. Hier ist so meine Mom-Jeans.
Und dann mache ich weiter mit meinen Stoffhosen, da ebenfalls in eine Richtung. Hier habe ich jetzt einfach mal einen dazwischen freigelassen, damit ich ein bisschen besseren Überblick habe. Und hier von den Stoffhosen passen dann aber bei mir immer nur zwei drauf, weil die etwas weiter geschnitten sind. Wie gesagt, habe ich ja hier welche, die ich abbügeln kann. Und die kommen da jetzt auch mit dahin. So, jetzt habe ich noch die anderen Hosen alle rausgezogen, die ich habe, und werde, wie gesagt, die da auch noch mit verbauen. So, und jetzt habe ich wirklich alle meine Hosen hier einsortiert. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt auch die Hosen meines Mannes nicht mit einsortiert. Er hat nicht so viele und deswegen werde ich sie auch in seinen Kleiderschrank einräumen. Ich habe noch eine weitere Hose aussortiert, wo ich direkt gesehen habe, da werde ich den Gummibund auch nochmal erneuern müssen, weil die mir doch ein bisschen zu weit geworden ist. Aber dazu kommen wir auch gleich noch. So, ich möchte auch gerade mit euch ein Hack oder Tipp teilen, was mir jetzt auch gerade zufällig aufgefallen ist. Und zwar, wenn man solche leichte Stoffhosen drauf hängt, fallen die ja sehr schnell runter. Und dann ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auch wirklich so bedacht ist, diese Stangen sind ja doppelt. Und deswegen habe ich jetzt die Hose einfach, also so hängt sie ja, dann habe ich einfach das Bein genommen und da durchgefädelt. Und siehe da, die Hose hängt hier viel stabiler und fällt nicht runter. Und das werde ich jetzt mit allen Hosen machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es so bedacht ist, aber es ergibt auf jeden Fall Sinn, zumindest die Hosen, die vorne hängen, so zu machen. Weil hier könnt ihr sehen, zum Beispiel die Stoffhose ist ja ein bisschen breiter. Und ja, so bleibt auf jeden Fall die vordere stabil drin. Und man kann dann auch leicht die hintere einfach rausziehen, wenn man sie braucht. Also ja, das wollte ich jetzt auf jeden Fall schon mal mit euch teilen. Finde ich auf jeden Fall super. Ich finde, es macht auf jeden Fall schon immer sehr viel aus, wenn man einheitliche Kleiderbügel verwendet. Ich bin jetzt zum Beispiel kein Fan von diesem Kunststoff, ich zeige sie euch mal, hier habe ich nämlich so eins, und zwar von diesem Bügel hier. Viele befürworten die ja dafür, dass die ja aus so einem Samtbezug sind und da die Kleidung auch weniger runterrutscht. Ich finde sie aber persönlich viel zu unstabil, ich finde sie sehr wackelig und mir ist schon leider oft passiert, dass hier oben der Haken rausgebrochen ist. Deswegen, wie gesagt, die verwende ich ungern. Dann habe ich jetzt zwei Varianten, also zwei verschiedene Kleiderbügel in meinem Kleiderschrank. Ich zeige sie euch mal. Ich habe einmal so welche. Die, könnt ihr sehen, sind von New Yorker. Von denen habe ich ganz viele. Das sind alte, die sind nicht mehr im Sortiment sozusagen. Und dann habe ich solche. Das sind ganz einfache, billige Kleiderbügel. Und für diesen Kleiderschrank hier werde ich jetzt ausschließlich die hier benutzen, weil ich bei den Klamotten, die ich hier habe, damit gut fahre. Und die hier werde ich in dem anderen Kleiderschrank ausschließlich benutzen, weil man hier super Spaghetti-Kleidchen aufhängen kann und so weiter und so fort. Und ja, deswegen werde ich jetzt erstmal durchgucken, was ich umbügeln muss. Ich sehe, es sind nicht viele Sachen. Und ja, hier habe ich auf jeden Fall schon mal das erste Teil in der Hand. Und da möchte ich euch auch auf jeden Fall einen weiteren Tipp geben. Viele fragen sich, für was ja, hier das immer gedacht ist. Ja, und zwar ist es dafür gedacht, dass zum Beispiel sowas wie hier dieser Cardigan hier nicht runterrutscht vom Bügel. Und zwar nimmt ihr das einfach und hängt es hier drüber über den Haken, genauso wie auf der anderen Seite. Und wie gesagt, da verrutscht dann euer Oberteil oder wie auch immer nicht. Und ja, eigentlich hängt das dann auch genau akkurat hier mit der Naht. Hier jetzt so ein Cardigan sollte man zwangsläufig eigentlich auch nicht aufbügeln, weil es hier auch sich wieder hier, wie ihr sehen könnt, es hängt sich einfach durch. Ich ja, bin noch am Überlegen, wie gesagt, für den Stoff hier wäre es besser, es einfach zusammenzulegen und in die Schublade reinzumachen. Ja, aber da ich gerne alles an einem Ort habe, also alle meine Cardigans, werde ich das erstmal aufhängen. Und dann überlege ich, ob meine Vernunft siegt oder nicht. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ja, so mein Tipp. Was ich auch immer wieder sehe, ich kann das
wirklich, für mich ist das so mein innerer Monk, wenn ich das sehe, wenn Menschen so die Sachen von innen aufhängen. Ich weiß nicht, warum man das macht. Es ist auf jeden Fall richtig so rum. Natürlich gehen da die Geister auseinander, wer bestimmt, was richtig und falsch ist. Aber wie gesagt, wenn alle Bügel in eine Richtung zeigen, dann ist das auf jeden Fall für den ersten Blick, wirkt das alles sehr ordentlich und clean. Und deswegen hänge ich jetzt alles richtig auf. Wie gesagt, ich bügele das alles jetzt mal um. Und dann wollte ich euch noch was zeigen. Auch nochmal zu dem Thema, diese Dinger hier oben. Man kann es auch super hier aufhängen, wenn man zum Beispiel, ich zeige euch mal, ob ich so einen Top finde. Da habe ich mal das passende Beispiel gefunden. Und zwar hier so ein Top. Wenn das natürlich jetzt hier so auf dem Bügel hängt, hängt sich das auch total aus. Aber wie gesagt, ich lasse die immer dran, diese Dinger. Und wenn man die hier einhängt, dann hängt das Oberteil schon viel besser und behält auch viel besser die Form. Und es rutscht nicht hin und her, es hängt stabil. Wie gesagt, und dafür sind die gedacht. Natürlich sieht das nicht schön aus, wenn man etwas anhat und die Dinger gucken hier überall raus. Aber das versuche ich eigentlich immer zu vermeiden, indem ich sie, wenn ich meine Klamotten anziehe, einfach nach hinten reinstopfe. Genau, das wollte ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Ich wollte euch erklären, warum ich mich jetzt für diese Ordnungsmethode entschieden habe und nicht für die typische KonMari-Methode. Ihr habt das gesehen, ich habe es versucht. Ich habe erst alles hochkant hingestellt. Nur das Problem ist, dass es in meinem Fall jetzt hier nicht wirklich funktioniert. Dafür bräuchte ich für diese Schublade so Trennelemente oder ich müsste mit anderen Boxen noch arbeiten, was ich hier, wie gesagt, nicht tue. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Ich habe jetzt die T-Shirts. Aufgrund von, dass hier ja eine Glasscheibe ist, finde ich, hat man trotzdem einen guten Überblick auf das, was da drin ist. Außerdem habe ich mich versucht, nach Stile und Arten von Shirts zu konzentrieren und das auch so zu stapeln. Hier hinten habe ich jetzt zum Beispiel meine Rollkragen, Pullis bzw. Longshirts. Dann habe ich hier meine Longshirts mit einem leichten Stehkragen. Hier ganz normale Basics, dann hier feinere Basics, dann habe ich hier T-Shirts, Oversized T-Shirts, dann hier sind drei T-Shirts, die ich zu keiner Kategorie zuordnen kann. Dann habe ich hier T-Shirts mit Print und das sind so meistens irgendwelche Marken, Prints. Dann habe ich hier T-Shirts mit anderen Prints, das ist egal. Ich finde halt immer bei gewissen Sachen kann ich dann halt keine Prints mit so zum Beispiel hier Levi's, Tommy Hilfiger oder so tragen, wenn ich zum Beispiel eine Kooperation habe oder so. Dann ist zum Beispiel hier so ein Print ganz praktisch. Hier ist einfach nur ein Herz drauf, also das kann man nicht einer Marke zuordnen.
Deswegen, ja, habe ich mich jetzt hierfür entschieden. Und ihr könnt sehen, ich bin so von dunkel auf hell gegangen. Also unten sind die ganz dunklen T-Shirts, oben die hellen. Und außer hier, weil hier auch nochmal zwei verschiedene Kategorien sind, beziehungsweise drei. Ich habe hier drei verschiedene Oversize-T-Shirts. Hier die vier, theoretisch könnte auch mein Mann tragen. Das sind nämlich Herren. Ja, eigentlich sind es hier alles Herren-T-Shirts, aber verschiedene Größen. Aber das ist hier Herrengröße L. Und ja, oft, wenn ich das mit in Urlaub nehme, diesen Stapel, die hatten wir auch letztes Jahr mit, kann mein Mann zur Not die Sachen auch anziehen. Genau, also so habe ich mich jetzt dafür entschieden. Es ist fast so, wie ich es vorher auch schon hatte. Und wie gesagt, ich bin damit bis jetzt immer gut gefahren. Ja, es musste nur alles nochmal neu organisiert werden. Und ich habe auch das Ganze jetzt mal gedreht. Vorher hatte ich diese Basics hier auf der Seite und jetzt andersrum. In der Hoffnung, dass mein Hirn vielleicht jetzt mehr die Sachen fokussiert und ich sie öfters anziehe, weil ich vorher die auch sehr oft angezogen habe. Ja, genau, so sieht es aus. Und wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt eigentlich mit diesem Teil des Schrankes fertig. Ich habe, wie gesagt, jetzt hier alle vorderen Hosen nochmal hier eingeschlagen. Hier habe ich jetzt auch nach Kategorien sortiert. Ich habe hier einmal meine Zweiteiler, habe ich nicht so viele von. Und dann habe ich hier meine Shorts, meine Röcke und dann kommt zu Blazer. Ihr werdet sehen, ich habe nur noch einen Blazer. Früher hatte ich so viele, aber ich trage sie einfach nicht mehr. Das passt nicht mehr zu meinem Leben, zu meiner aktuellen Situation. Und ja, deswegen habe ich jetzt nur noch einen Blazer. Dann habe ich hier nochmal so ein Jäckchen und dann kommen wir zu den ganzen Strickjacken, Cardigans. Und dann geht es auch schon weiter hier mit den Sweaties. Hier habe ich auch immer versucht, von dunkel nach hell oder von hell nach dunkel, wie man auch immer das nennen möchte. Hier fand ich das auch wichtig, dass man den Reißverschluss zumacht. Dann fallen auch die Sachen nicht runter. Und dann sind hier nochmal so Sweatshirts ohne Reißverschluss. Und dann nochmal ein, zwei Oberteile. Und dann geht es schon wieder zu Hemden, Blusen. Hier ebenfalls von dunkel nach hell. Dann hier nochmal ein paar Kurzarmsachen und dann ein paar Tops. Bei den Tops habt ihr auch gesehen, ich habe immer mehrere Tops auf einen Bügel gemacht. Das habe ich bis jetzt immer so gehabt und ich finde das auch ganz praktisch. Na, jetzt habe ich hier ein Gürtel verloren. Wie gesagt, ich finde das ganz praktisch. Man spart dadurch ein bisschen Platz. Natürlich hat sich jetzt vom Platz her nicht viel verändert. Also es ist immer noch voll, obwohl ich jetzt auch hier die Mäntel und so rausgetan habe und auch diesen Matschanzug von Henry. Das werde ich runter in den Keller bringen, beziehungsweise die Winterjacken, die lagere ich übrigens ein. Alles andere nicht, aber Jacken und Mäntel, die schweiße ich ein und lasse die im Keller. Genau, also wie gesagt, das bringe ich runter. Und dennoch habe ich hier ein bisschen mehr Luft und deswegen werde ich später noch 3, 4 Hemden bzw. Blusen steamen. Ja, so schaut es aus und jetzt mache ich mich an den anderen Schrank. Und hier könnt ihr sehen, hier sind auch noch ein paar Sachen, die ich noch nirgendwo hin zugeordnet habe. Das T-Shirt ist auch ein Herren-T-Shirt. Ich selber trage das gar nicht. Mir gefällt die Farbe auch gar nicht. Entweder tue ich sie bei meinem Mann in den Kleiderschrank. Hier ist ein Stapel mit einmal ein miserables T-Shirt. Das hatte ich versucht mal als DIY zu machen. Na, fokussiere. Es sollte ein Halloween-Shirt werden. Habe ich leider falsches Druckpapier genommen. Und darunter die drei Sachen sind eigentlich so Sachen, die ich anziehen kann, wenn ich etwas streiche. Genau, das muss gleich hier mit in den Schrank. Das wird wahrscheinlich auch in den Schrank da folgen, beziehungsweise ich muss das mal anprobieren, ob es mir überhaupt noch passt. Ja, nach zwei Schwangerschaften hat sich natürlich einiges an der Figur verändert. Ich muss sagen, ich finde, dass ich hier oben eigentlich schon wieder so wie früher bin. Die Kinder haben mir alles weggesaugt, was man wegsaugen konnte. Sind vielleicht noch meine Oberarme etwas ja, stabiler. Ja, aber auf jeden Fall, hier hat sich einiges verändert. Ich habe ordentlich Po bekommen. Ich habe auch, ja, also hier generell, hier ist echt viel. Ich habe auch gestern mal einen Rock angehabt, was ich vor der Schwangerschaft super getragen habe, musste ich mich dann reinzwängen. Ich merke, hier passt das super. Also wie gesagt, hier bin ich wieder die Alte, aber hier so, diese Stelle hier, bis zu den Knien würde ich sagen, ja, da hat sich auf jeden Fall einiges verändert und deswegen muss ich gleich noch ein paar Sachen anprobieren, vor allem die hier drinne hängen. Ja. Und wie gesagt, jetzt werde ich erstmal alles hier aus dem Schrank rausholen. So, hier den Kleiderschrank habe ich jetzt auch komplett leer geräumt. Hier liegt alles. Jetzt werde ich den einmal
auswischen und dann räume ich als erstes die ganzen Stricksachen weg, also wieder ordentlich da ein. Die Sportsachen werden da auch wahrscheinlich bleiben, genauso wie dass meine Bikinis da wieder reinkommen. Die Bikinis hatte ich erst vor kurzem mal aussortiert, deswegen muss ich da jetzt nichts groß aussortieren. Deswegen, das mache ich jetzt als erstes, dann habe ich hier schon mal Platz und kann mich dann hier den ganzen Kleidern und so widmen. So, hier ist jetzt alles eingeräumt. So schaut es aus. Jetzt habe ich ja auch noch drei andere, nee, doch drei andere Pullis noch mit dazu reingemacht. Hier schaut es so aus. Hier habe ich auch noch dickere Sweaties drin. Die hatte ich auch vorher schon hier im Schrank. Und hier sind jetzt meine ganzen Sportsachen. Sport-BHs besitze ich eigentlich nur zwei, die richtige Sport-BHs sind. Dann habe ich hier nochmal solche Radler und Leggings, die ich irgendwo drunter ziehe. Und dann habe ich hier nochmal so ein Sportjäckchen. Ich habe aber unten im Keller auch noch einige. Das wird wahrscheinlich auch bald in den Keller kommen. Ja, so sieht es aus. Und dann habe ich hier, wie gesagt, meine Bikinis. Die Handtücher habe ich hier rausgenommen. Und ja, hier werde ich jetzt gleich alles andere einsortieren. Und jetzt würde ich sagen, tauschen wir jetzt mal die Bügel aus. Ich bin ehrlich gesagt noch im Zwiespalt, ob ich jetzt die Bügel nehme oder die. Aber ich glaube wirklich, dass für die Kleider mir die von New Yorker besser gefallen werden. Ich habe ja hier einige. Deswegen tausche ich sie jetzt aus, die schwarzen gegen die grauen. Genau, und das machen wir jetzt. Und parallel dazu gucke ich, was ich noch anprobieren muss. So, ich habe alles umgebügelt. Das hat mir auch gut gereicht, beziehungsweise ich musste doch noch mal runter in den Keller rennen und noch Bügel holen, aber ich habe zum Glück einige immer da und ja, ich finde das auf jeden Fall deutlich schöner so. Das Einzige, was mich noch triggert, ist, dass ja, hier immer so zwischen ein Hosenbügel ist dann wieder normaler. Das ist ein bisschen, was mich stört, aber es geht halt nicht anders, wenn ich sie so ein bisschen nach Farbe sortieren möchte. Ihr seht hier, ich habe hier von hell, naja, nach dunkel würde ich jetzt nicht sagen, weil der Rot auch dann mit zwischendrin ist, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen nach Farbe sortiert. Also hier zum Schluss, ich weiß nicht, was ich mir da gerade bei gedacht habe. Ja, das müsste ich jetzt hier noch ein bisschen dazwischen quetschen. Beziehungsweise hier, das lasse ich ganz außen hängen. Das sollte eigentlich damals ein Junggesellenabschiedkleid, Junggesellen sage ich schon, ein Trauzeugenkleid werden. Leider ist dann die Beziehung in die Brüche gegangen und ja, mit Trauzeuge werden wurde dann leider doch nichts. Und ja, deswegen, ich lasse es trotzdem gerne in meinem Schrank hängen, ganz, ganz weit hinten. Und ja, hier sind übrigens jetzt ein paar Teile, die mir nicht passen, beziehungsweise wo ich denke, dass sie mir noch nicht passen, vielleicht aber auch doch wieder passen. Genau, ich werde jetzt erstmal die Sachen schnell in den Schrank reinhängen. Genau, und dann haben wir hier ein bisschen Platz und dann kann ich die Teile mal anprobieren. Also es sieht auf jeden Fall schon optisch schöner aus, wenn alle Bügel gleichmäßig sind, beziehungsweise immer die gleichen sind. Ja, es ist immer noch natürlich prall gefüllt, aber ganz im Ernst, ich kann mich von nichts trennen, beziehungsweise ich möchte mich auch von gar nichts trennen. Ich habe nämlich vor ein paar Monaten radikal ausgemistet. Ich miste immer wieder radikal aus, wenn ich einen Flohmarkt veranstalte. Und wie gesagt, der Sommer ist noch nicht richtig angekommen. Das sind fast alles Sommerkleider oder Jumpsuits. Und wie gesagt, ich freue mich, sie überhaupt mal dieses Jahr tragen zu können. Und ja, genau, apropos tragen, wir probieren jetzt das hier mal an.
Das ist all das, was passt, beziehungsweise was ich denke, das bald passen wird. Und hier ist der Stapel mit den ganzen Sachen, die entweder gekürzt, geändert, was abgeschnitten werden soll, was dran genäht werden soll. Also das heißt, ich habe jetzt ein bisschen was zu tun. Bei dem Kleid, wie ihr gesehen habt, müssen auf jeden Fall die Träger gekürzt werden. Das Kleid werde ich wahrscheinlich komplett kürzen. Hier bei dem Kleid ist das Teil hier kaputt. Das heißt, ich muss mir da irgendwas einfallen lassen. Genau, das muss ich dann machen. Was haben wir denn hier? Hier ist so ein Jumpsuit, das hat so ganz, ganz dünne Träger. Zwar so welche. Jetzt kommt die Sonne raus. Genau, und hier fällt das schon fast ab. Das heißt, das muss ich noch nähen. Und bei der Hose muss ich einen Gummizug reinmachen, weil die mir ein bisschen zu breit ist. Und die Hose muss gekürzt werden. So, jetzt bin ich hier an meinem Schuhschrank angelangt. Ich werde jetzt erstmal alles rausräumen, mal abstauben, abwischen und dann räume ich die Schuhe wieder ordentlich ein und das, was runter in den Keller soll, lege ich erstmal beiseite. Und ja, das würde ich sagen, machen wir mal im Schnelldurchlauf. Ist alles sortiert und aufgeräumt. Sieht auf jeden Fall sehr gut und clean aus. Genau, die Boxen kommen runter in den Keller. Hier sind noch Still-BHs drin, die zwei Paar Schuhe auch, aber das sind ja eh noch mehr Schuhe. Genau, und dann machen wir hier mal weiter. Das ist jetzt der letzte Part. Hier ist aber wirklich nicht viel, was ich jetzt machen werde. Ich werde jetzt nur mal meine Pyjama aussortieren, Maris seine in seinen Schrank tun und hier oben noch bei den BHs, da können auch noch zwei, drei raus. Und das war's eigentlich dann. Das ist der Haufen, der wegkommt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe echt sehr wenig Klamotten aussortiert. Also wie gesagt, das ist alles, was wegkommt. Wie gesagt, hier habe ich jetzt überhaupt nichts gemacht. Hier könnte man noch mal vielleicht ordentlicher alles hinlegen. Aber wie gesagt, hier mache ich jetzt auch nichts. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut sortiert. Dann, wie gesagt, hier meine Pyjamas. Ich habe jetzt natürlich viel mehr Platz. Hier bei denen bin ich mir noch nicht so sicher. Das sind so Nachthemdchen, die habe ich nach der Geburt und in der Schwangerschaft getragen, weil es praktisch war zum Stillen, aber ich finde, für heiße Sommertage ist es immer noch gut. Hier sind meine kurzen Pyjamas, meine langen. Genau, bei den Socken habe ich auch nichts gemacht. Hier habe ich jetzt auch ein bisschen sortiert. Also, wenn ich überlege, wie viel BHs ich früher hatte, das ist der Hammer. Und jetzt so wenige. Und gefühlt trage ich eh immer nur denselben. Genau, so sieht's aus. Ist alles aufgeräumt. Ja, ich bin auf jeden Fall ja, sehr zufrieden. Ich finde, das macht immer ein gutes Gefühl, wenn man mal etwas von seiner To-Do-Liste abgehakt hat. Vor allem, wenn man weiß, okay, dieser Raum ist jetzt auf jeden Fall schon ordentlich und sortiert. Außerdem bin ich auch richtig motiviert, dann meine Sachen zu packen, wenn es in den Urlaub geht. Ich habe auch eben schon beim Einräumen schon im Kopf gehabt, ah, das könnte man da und da mit anziehen, das könnte man dann und dann anziehen. Also wie gesagt, ich bin richtig motiviert und habe jetzt auch wieder einen Überblick, was meinem Kleiderschrank angeht. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft versuchen, so wenig wie möglich Sachen zu kaufen und ja, wenn dann eher Basics zu kaufen, wo man mehr mit anfangen kann, wo man mehr kombinieren kann. Aber wie gesagt, ich trage sehr viele Sachen schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und natürlich hin und wieder kommen Kooperationen, wo ich dann wieder jede Menge Klamotten bekomme. Aber das ist nun mal so in meinem Beruf, Nebenberuf, wie auch immer. Genau, also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welche Outfits bzw. Jumpsuits, Kleider ihr auf jeden Fall gut fandet, die ich auf jeden Fall entweder auf die, ich trage sie weiter und auf die, die müssen noch abgeändert werden. Genau, also wie gesagt, durch die ganzen Schwangerschaften und Geburten hat sich mein Körper deutlich verändert, aber ich fühle mich dennoch sehr wohl in meiner Haut.
Auch wenn es hier mehr geworden ist, finde ich überhaupt nicht schlimm. Genau, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und konnte euch ein bisschen inspirieren, vielleicht mal in euer Kleiderschrank reinzuschauen und ein bisschen rumzusortieren. Und ja, wie gesagt, es ist nicht viel weggekommen, beziehungsweise was wegkommt. Ich habe aber, wie schon eben erwähnt, vor kurzem radikal ausgemistet. Es wird nächsten Monat bei uns hier ein Hofflohmarkt geben. Falls ihr wissen wollt, wann, wie und wo und weshalb, warum, dann schreibt mir gerne per E-Mail. Ich packe auf jeden Fall noch meine E-Mail-Adresse unten in die Infobox und dann könnt ihr auf jeden Fall alle Details erfragen. Ich möchte das jetzt nicht komplett publik machen, meine Adresse und so. Deswegen, falls ihr Interesse habt und gerne vorbeikommen möchtet, es werden viele Sachen zu verschenken geben. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!